So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dead Space. Wir hatten gesagt, wir wollten uns anschauen, was passiert, wenn wir den Zug rufen. Also. Schiffsweites Monorail-System wurde reinitialisiert. Alle Monorails funktionieren ab sofort nach Vorschrift. Ah. Monorail fällt an der Flight Deck Station ein. Quarantäne aufgehoben. Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Seltsam. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flight Lounge war, ist jetzt weg. Gut. Isaac, gehen Sie zurück zu Kallin und bereiten Sie den Start vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch Wahnsinn, Hammond. Selbstmord. Wir werden Ihr hier mangelndes sterben. Vertrauen in mich wurde zur Kenntnis genommen, Miss Daniels. Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Bringen wir uns einfach lebend hier raus. Ja, ist immer nett, wenn man dann so bei so angenehm, mit so angenehmen Kollegen arbeiten muss. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist immer ganz toll. Das macht Spaß. So, wir müssen hier rein. Ja. Ach so, ja, das war der Raum, wo wir die Waffe erhalten haben. Den Cutter. Naja. Gehen wir wieder hoch. Zurück, wo wir herkamen. Das Lichtflackern geht mir gerade so ein bisschen auf den Senkel. Müssen wir jetzt durch. Da hinten tanzt noch so ein nackter Zombie rum. Na, willst du wohl? Isaac. Er läuft weiter hier lang. Ich laufe dem jetzt aber nicht hinterher. Zack, zack. Und weg mit den Beinen. Krabat nochmal. Zack. Wow, 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 wow. Und den Arm brauchst du ja nicht mehr. Das haben wir letztes Mal schon ausdiskutiert. Batz! Lass doch mal ein bisschen Scheiß hier fallen. Du auch! Willst nicht? Na gut, dann nicht. Okay. Hier. Ja, genau. Isaac, wir haben es auf die Brücke geschafft. Das gut. Ein Sturm hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Ja, ich wünsche euch Glück. Das ist ja echt übel. Hier lag doch, genau, hier lag da auch noch was, wenn ich mich... Na, Isaac. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, okay. Wollen wir abspeichern? Nee, wir haben gerade die Runde angefangen. Muss man nicht an für jeden Furz hier abspeichern. Das muss ja nicht sein. Hier ist irgendwas schleimig. Habe ich doch gehört. Zack, und? Was liegt drin? Munition. So, hier kann man gar nichts machen. Na gut. Uah. What? Wer hat das gesagt? Der Kopf rollt da hinten noch runter. Ganz langsam. Blöpp. Hinterlässt aber nichts weiter. Schade eigentlich. Okay. War hier noch was drin eigentlich? An einem Raumschiff, bevor wir rausgegangen sind? Weiß ich nicht. Ja. Setzen wir direkt mal ein. Ich habe immer noch nicht rausgefunden. Ich sollte das lieber gezielt machen, nicht, dass ich hier diese mittleren Medipacks einsetzen, das wäre doof. Ich will lieber die kleinen natürlich einsetzen. Oder kann ich irgendwie kontrollieren, was ich auf Q lege, meine ich? Naja. So. Ich muss hier rein. Ach so. Ach so, ja klar. Haha. Feindliche Lebensformen entdeckt.
Ach, sag an. Ernsthaft? No, oh, 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 oh. Alter! Holy. Ja. Das war's erstmal mit unserem Schiff. Kollision in der zentralen Kinderbucht registriert. Rettungstrupps wurden informiert. So. Okay. Du noch? Wow. Wie der abgeht. Hä? Der hat es überlebt? Komm, weg mit dem Arm. Scheiße. Nicht nachladen. Was ist aber los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause. Der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra! Nein, Hammond! Das ändert alles! Lassen Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und wo ist der Captain? Hier ist er. Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort? MedLab. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie können. Was war das? Halt. Okay, das sah gerade gar nicht gut aus. Wir sollten mal lieber schnell zu... Oh ne, komm mal her. Hier, danke. Ein bisschen Licht hier. Ja. Okay. Speichern wir mal hier ab. Das können wir uns, glaube ich, jetzt mal erlauben. Das kann nicht schaden. Okay, okay. Gut. Also wir müssen auf jeden Fall erstmal zurück zum Monorail. Gucken, was hier so abgeht. Hier lang. Monorail Station, was ist denn hier? Ist das ein geschlossener Raum oder ein Klo? Naja gut, auf Klos liegen ja bekanntlich immer gerne große Medipacks. Moment. Nehmen wir doch mal so einen zu uns. So. Kann ja nicht schaden. Hier noch irgendwas? Ein paar Credits? Oder so? Nein. Okay. Ah, okay. Zack. Kaufen Sie neue Waffen und Gegenstände im Shop und legen Sie weitere im Safe ab. Ja, kann ich machen. Vielleicht erst ein paar Credits finden. There's always Pang. Bring out the Sun. Sun Cola, sehr schön. So, Mülleimer kann auch nicht zertreten. Gibt's nix. Gibt's alles nix. Hier ist die Monorail. Werkbank haben wir hier. Wir haben ja alles, was wir brauchen im Prinzip. Ist die Monorail. Und der Shop. Gucken wir uns an, was im Shop zu finden. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wie viel Geld wir überhaupt eingesammelt haben. Hm.
die Blätter. Achso, Moment. Auswählen. Navigieren ist ein. Was? Wie kann ich denn jetzt hier. Inzwischen. Okay. Okay, okay. Safe kann ich noch nicht ein. Also, wir haben jetzt knapp 20.000. Medipacks haben wir ja eigentlich welche von. Doof, dass hier nirgendwo angezeigt wird, wie viele gerade wir auf Lager haben, ne? Menge. Hm. Plasma Energie brauchen wir alles nicht. Anzug Level 2 für 10.000, muss ich jetzt schon leisten. Wir können uns ein Impulsgewehr sowie eine Strahlenkanone kaufen. Hm. Plasmaenergie. Ja, jetzt schon am zweiten Anzuglevel? Ich weiß nicht. Da können natürlich gleich neue Gegner kommen, ne? Hm. Plasmaenergie? Munition? Nein. Energieknoten, natürlich auch nicht schlecht. Ach man, ich bin unentschlossen. Anzug oder eine neue Waffe? Ein Slicer mit breitem Strahlen zeigt schon Minen. Das ist auch so eine Art Kettensäge, wenn du so willst, ne? Nur mit einer etwas größeren Reichweite. Ach, was bin ich jetzt unentschlossen? Anzug Level 2. Ach komm, ey. Keine Ahnung, ist mir egal. Wir brauchen nichts. Wir sind total gut. Überhaupt keine Probleme. Gar keine Probleme haben wir. Werkbank. Auch nicht. Ab ins Abenteuer. Zack. Abgeschlossen. Jawohl. Ja, meinetwegen. Machen wir einen neuen Slot auf.